Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Talbach. Ja, jetzt kann's losgehen, ne? Alle Fehler beseitigt. Los geht's mit Crossman. Auf der Meter. Ja, Abfahrt. Bisschen da gucken, ne? Wir brauchen ja Frischgras oder Gras für unsere Kühe, deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben, ne? Den Rest, der überbleibt, was wahrscheinlich nicht viel sein wird, wenn wir eben in Ballen pressen und wickeln, wollen Silo dafür voll machen, lohnt sich, glaube ich, nicht. Aber wir brauchen Frischgras. Also Gras. Und Kuhstall. Das war knapp. War nicht so einfach mit dem Moped, ne? Schon ein bisschen bornig groß, aber wenn nicht hier, wo dann, ne? Und ich finde gar nicht schlecht hier den Schwattenmäher, bin ich ganz ehrlich, ich finde ihn richtig gut. Also. Okay. Dann mal Hackengas. Wir brauchen Gras, unsere Kühe brauchen Gras. Ne? Damit die gute Laune haben, brauchen die Gras. Ja, nicht das Gras, aber halt dies Gras da. Dann sind die auch entspannt. Oh, das ist Frischgras, ne? Horse Extension. Oh, ich hab hier wieder zu spät rum, ne? Oh, da müssen wir aufpassen, ne? Das muss ja angewelkt werden normal, ne? Oh, Svenny, aufpassen, ne? Da müssen wir dann vorsichtig agieren. Aber das kannst du ja nicht einfach so abkippen, ne? Und auch nicht pressen, das muss ja gewendet werden. Bevor das... Er sagt schon, angewählt werden. Horse Extension. So ein bisschen aufpassen. Aber ich schätze, hier gehen bestimmt 100.000 Liter in den Stall rein. Also eine Wiese, schätze ich mal, wird so drauf gehen. Nur für Frischgras. Kann ich mir direkt so vorstellen. Wenn 50 Kühe im Stall. Ja. Nervensäge. Ist so. Hab ich doch gerade gesagt. So. Richtig schick hier mit unserem Rostelmarsch-Schwatten hier, ne? Ich mag den echt. Nehmen wir das ganze Gemüse ab. Können wir das nachher schick in Stall fahren. Wagen für Wagen. Muss man halt nur so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht voll machen. Weil dann haben wir das ganze Frischgras im Wagen. Können es nicht verarbeiten, ne? Muss man echt ein bisschen aufpassen. Mein Kater, der hat so heute nicht alle Ideen. Ist nur am Rumquengeln. Seit ich nach Haus gekommen bin. Der eine pennt, der andere quengelt rum, ey. Ich weiß auch nicht, was der für ein Furz quer sitzen hat. Uff. Verpassen, ne? Fahren wir ihn zurück, die Pommeter. Ja, wir müssen noch dreschen, ne? Aber erst muss das Gras runter. Und den Stall. Und dann können wir wieder dreschen.
Raps dreschen. Ich weiß gar nicht, wann unsere Rüben reif werden. Die müssen wir ja auch noch alle verarbeiten, ne? Schickifoini. Das sind keine kleinen Wiesen, ne? Gut, dass wir so ein riesen Moped haben. Da lässt sich bescheiden vorn stellen, Leute. Der hat hinten zu kleine Reifen drauf, in meinen Augen. Aber sonst angenehme Reisegeschwindigkeit, ne? 18 km/h, kannst du womit fahren. Wenn du nicht die Hälfte stehen lässt, ne? Das ist nicht so schön, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Komm mal rum. Oh, das passt, ne? Die Kuh mit dem Lüfterrad hinten, ne? Hoffentlich sind die Schwaden nicht zu breit. Es wäre nämlich nicht so schön, wenn die Schwaden zu breit sind. Ganz schön laut, wenn ihr mal was erzählt, da komme ich gar nicht zwischen, ne? Deswegen war ich gerade etwas ruhiger. Hab mir gedacht, lass euch erzählen, ne? Bis das Gemüse hier runtergebolzt ist. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe gar nicht in Kuhstall geguckt, ob die überhaupt noch alles haben. Nicht, dass wir noch was dazu kaufen müssen. Würde mich nicht wundern. Dass wir da noch jede Menge zu kaufen. Oh, schon wieder was stehen gelassen, Mann. Siehst du bescheiden? 9 Meter, ne? Da musst du doch schon ein bisschen aufpassen. Das hat vernünftig geklappt. Natürlich hast du hier bei diesem Ding nicht den Vorteil, dass du dir die erste Wendestufe sparen kannst, ne? Wie mit den Aufbereitern, das hast du hier nicht. Also, du bist gezwungen, auch wenn du Silage machst, hier nachzuwenden, ne? Aber dafür haben wir ja unseren kleinen PZ-Wender. Da geht das eigentlich rutzi-futzi nicht, ne? Fährst du nur eben mit dem Schwatt. Du drehst den Schwatt sozusagen um und kannst dann direkt weitermachen, ne? Also den Vorteil haben wir, oder hab ich, ne? Dass ich mir das Schwaden sparen kann. Von daher ist das so schon eine schöne Sache. Und ruckzuck hier die Wiese. Zweimal noch. Dann haben wir das auch schon erledigt, ne? Passt locker in einmal rein. Können wir ein bisschen vermitteln.
So, noch ein Mord, dann haben wir es schon geschafft. Perfekt, würde ich mal sagen. Perfekt. Das wird doch direkt erledigt haben, ne? Doch, gefällt mir gut. Bringen wir das Moped jetzt direkt zum Hof. Wenn wir da hinkommen, ne? Dann können wir unseren tollen Spiegel ausprobieren. So, langsam hier hin. Irgendwo müssen wir ja gleich sehen, ne? Ein Stück. Formen! Massiv Platz. Abfahrt. Nee, willst du jetzt wieder einbuddeln? Irgendwas ist hier doch nicht richtig. Schon ein bisschen schwärzen mit dem Schneidwerk, oder? Vertue ich mich da jetzt? Wir sind ganz schön am Wühlen. Krass. So, komm, zieh das Moped jetzt hier von der Fläche. Kann's ja nicht sein. Wie kommt er jetzt gerade, wenn wir nicht dafür anhalten müssen, ne? Das wäre jetzt für Tor. Ich hab Handgas volle Pulle, Fuß auf den Pin, ne? Hauptsache wir kommen hier von Acker. Das gefällt mir nicht. Das war klar, dass der jetzt einer kommen muss, wa? Nee! Alle irre oder was? Ups, hab ich nicht gesehen. Und das haben wir geschafft, ey. Ein Segen. Oh, siehst auch schlecht raus, ne? Nehmen das Moped zum Hof und dann gucken, ne? Normal kommt ja Frischgras in den Stall. Und wenn nicht, müssen wir wenden. Weiß ich nicht so genau. Ist normal hinten größere Pellen drauf, ne? Dann kannst du besser mit vorn. Aber warte, nicht hast, ne? Oh, unser Klee ist auch schon erntereif. Korrekt, ey. Dann bräuchte ich den ja gar nicht so weit zum Hof fahren. Ist das schon erntereif? Tatsache. Korrekt. Dann fahren wir den gar nicht bis zum Hof. Stellen wir das Moped eben hier an der Seite. Muss nur ein bisschen aufpassen, da ist ein Graben, ne? Oh, da kommen die dran vorbei, wa? So, Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.